Ich möchte einmal den Unterschied zwischen Color Correction und Color Grading erklären. Color Correction ist, was man von Rohaufnahmen im Video oder in der Fotografie kennt, das, was man mit den Farben macht, um die richtig darzustellen. Also man beeinflusst die Helligkeiten, die Kontraste und die einzelnen Farben, dass die realistisch sind. Und Color Grading ist eher der künstlerische Effekt, dass man Farben bewusst verändert, selektiv oder allgemein. Und für mich ist die Voraussetzung für Color Grading die Color Correction, also dass man erst farbrichtige, auch im Kontrast und in der Helligkeit korrekt ausgebildete Fotos benutzt als Grundlage. Das ist für mich die Voraussetzung und dann die bewusste Beeinflussung vom Farben. Ich zeige das mal einmal. Das kann man über zwei verschiedene Möglichkeiten machen. Einmal über die Gradationskurven. Das ist gut. Oder einmal über die selektive Farbkorrektur. Ich ziehe diese Ebene mal hier runter und blende jetzt auch mal ein Farbrad ein. Es ist nämlich möglich, dass man Farben ganz bewusst steuert. Und leider ist es vielleicht auch ein bisschen missverständlich dargestellt, dass hier Cyan angegeben wird, denn es wird auch gleichzeitig die Komplementärfarbe verändert. Die Komplementärfarbe von Cyan ist Rot. Von Magenta ist die Komplementärfarbe Grün und von Gelb ist die Komplementärfarbe Blau. Die Komplementärfarben sind hier nicht angegeben. Gut, wenn man jetzt mal dieses Bild beeinflussen möchte, lass das mal eingeblendet hier, dieses Farbrad. Das zeigt nämlich auch noch was anderes. Je mehr ich ins Grün gehe, umso stärker ist die Sättigung. Also je weiter ich hier nach außen gehe in den Farbkreis, umso mehr Sättigung habe ich in den Farben. Und je weiter ich zum Mittelpunkt gehe, umso eher bin ich wieder im neutralen Bereich, beziehungsweise die Farbe ist nicht beeinflusst. Ich habe jetzt hier ein Foto, das ist schon farbkorrigiert, das ist so aufgenommen worden und der Weißabgleich ist korrekt. Die Farben sind also so wiedergegeben, wie sie sein müssen. Und mit der selektiven Farbkorrektur kann ich jetzt eben sagen, ich möchte zum Beispiel einen bestimmten Farbton verändern. Hier sind jetzt die Schwarztöne schon abgebildet. Im Grunde werden ja aber alle Farben beeinflussbar, die in dem Farbrad vorkommen. Also Rottöne, Gelbtöne, Grün, Cyan, Blau, Magenta, Weiß, Grau und Schwarztöne. Die Grautöne sind hier Neutraltöne. Also sie kommen alle hier in dem Farbrad drin vor. Rot, R, G für Grün, B für Blau, R, G, B. Und dann haben wir hier noch Cyan, Yellow und Magenta. Diese einzelnen Farben lassen sich also alle recht genau beeinflussen. Durchmischung. Und ich möchte jetzt zum Beispiel die Schwarztöne mal etwas verändern. Dafür blende ich das Rad hier mal aus. Und ich bringe jetzt mal etwas mehr Cyan rein. Und die Komplementärfarbe von Magenta ist ja Grün. Ich verstärke jetzt also auch noch mal ein bisschen die Grüntöne. Das kann man auch ein bisschen übertreiben. Und jetzt sieht man, dass nur die Schwarzfärbungen verändert wurden. Das kann man ganz stark hochziehen und jede einzelne Farbe beeinflussen. Wenn man jetzt diese Regler sehr stark zieht, dann müsste man hier auch noch wieder die Helligkeit anpassen. Das geht dann hier drüber. Für mich ist das so nicht gut und mit einem Doppelklick setzt man die Werte wieder auf 0. Ich würde die Werte jetzt vielleicht hier irgendwo in diesem Bereich setzen. 4 vielleicht und machen wir mal minus 3. Das kann man über den Tasten machen. Und wenn man sich das Bild jetzt mal anschaut, dann sieht man die Auswirkungen schon recht gut.
Das sind allerdings auch ein wenig die Hauttöne und die anderen Zwischentöne mit beeinflusst. Das heißt, ich müsste jetzt die Rohtöne, das sind ja hauptsächlich die Hauttöne, dann wieder mit verändern. Und dafür setze ich erstmal Magenta etwas höher, also auf den Wert, naja, was soll man mal sagen, 4. Das kann man ja ziehen, bis man merkt, dass sich das zu stark verändert, aber ich denke, so in diesem Bereich liege ich das so richtig. Und hier die Komplementärfarbe von Cyan ist ja Rot. Ich ziehe noch ein bisschen mehr Rot rein und würde jetzt sagen, dass das so korrekt ist. Ja, das wäre jetzt für mich zum Beispiel gut. Und man könnte das jetzt auch nochmal kontrollieren. Ich habe mir hier einen Messpunkt drauf gesetzt, der die Hauttöne zeigt und einmal mit und ohne diese Änderung. Naja, da habe ich eine ganz leichte Abweichung in den Grüntönen. Aber ansonsten ist die Haut immer noch korrekt wiedergegeben und nur dieser Hintergrund wurde jetzt von mir verfärbt. Jetzt gibt es eine weitere Möglichkeit der Mischoption, die kann man über zwei Wege erreichen. Einmal hier rüber oder einmal, wenn man die Ebene jetzt, wenn man dieses Farbkorrekturfeld hier nicht mehr eingeblendet hat, kann man das auch hier machen. Man muss die Ebene aktiv auswählen und kann dann mischen. Das geht auch. Und das ist eigentlich ganz einfach in diesem Beispiel. Die Quellebene, das ist die Ebene, die ich gerade habe. Und die Kompositionsebene ist die darunterliegende Ebene, das Bild. Hiermit beeinflusse ich jetzt die dunklen Stellen und hiermit die hellen Stellen, wie stark die eingeblendet werden. Also die Deckkraft wird hierüber eingestellt. Hier ist die bei 0, hier ist die bei 100% in den hellen Tönen und hier ist die bei 100% derzeit in den dunklen Tönen. Und jetzt bei 0 in den dunklen Tönen. Ich möchte jetzt die dunklen Töne eingeblendet haben und die hellen Stellen ausblenden, dass die nicht so stark beeinflusst sind. Und hier drüber kann ich jetzt noch regeln, wie weit das Auswirkungen haben soll. Also man sieht das hier gerade im unteren Bereich in der Nähe des Stuhls, dass ich jetzt fast nur noch diese ganz dunklen Töne beeinflusse. Und ich möchte hier so einen ganz leichten Verlauf haben und so könnte man das Bild jetzt auch schon lassen, finde ich. Das wäre jetzt also Color Grading. Das kann man auch in jede beliebige andere Richtung machen. Ich möchte jetzt nochmal die Schwarztöne beeinflussen und die Komplementärfarben. Ich zeige jetzt nochmal dieses Farbrad. Ich möchte jetzt eher Cyan, Gegenfarbe ist Rot. Ich möchte jetzt die braunen Teile im Bild erhöhen. Das kann man jetzt so vielleicht machen bei minus 5. Und die Komplementärfarbe von Magenta, ich lasse jetzt mal Magenta, erhöhe ich jetzt. Und jetzt sieht man, glaube ich, ganz gut, dass ich so ein bisschen die Brauntöne reinbringen würde. Und auch hier würde ich jetzt ja, das ist ja noch nicht zurückgesetzt, so sieht das Bild jetzt aus, wenn es so manipuliert wurde wie gerade. Ich kann das jetzt zurücksetzen. Jetzt sieht man die komplette Auswirkung und so gefällt mir das nicht. Ich würde das vielleicht, sagen wir mal, irgendwo so belassen. Irgendwo in diesem Bereich. Und das wäre jetzt für mich wieder eine Form von Color Grading. Es ist sehr schön sichtbar, dass man halt ganz bewusst Farben, einzelne Farben beeinflussen kann. Das geht natürlich auch mit der Gradationskurve. Gradationskurve heißt, mit Master beeinflusse ich ja Helligkeiten allgemein oder eben diese dunklen Stellen. Aber ich kann halt auch die Farben einzeln beeinflussen. So, hier ist jetzt das Beispiel Rot. Hier sind ja nur RGB-Veränderungen möglich und wir wissen von Rot ist die Komplementärfarbe Cyan. Also wenn ich jetzt den Cyan-Anteil in den hellen Stellen erhöhen möchte, dann gehe ich hier rein,
die dunklen Stellen sind wenig beeinflusst. Wenn ich nur die dunklen Stellen beeinflussen möchte, dann kann man das so machen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Der Regler ist nicht ganz so feinfühlig, dafür sind die Genauigkeiten höher. Also wenn ich zum Beispiel vermeiden möchte, dass mir hier irgendwo die Rottöne beeinflusst werden, dann ziehe ich mit einer Pipette im Bild minimal hoch und setze den Wert hier wieder so, dass der auf die Kurve zeigt. Moment, so. Und jetzt kann ich hier nur die dunklen Bereiche beeinflussen. Und die Hauttöne verändern sich im Grunde nicht. Das ist ein schönes Arbeiten. Jetzt kann man hier noch die Helligkeiten oder die Farben ganz bewusst verändern. Ich möchte ja, dass es eben in Richtung Grün und Blau geht. Deswegen lösche ich hier den letzten Punkt. Und welche Farbe müsste ich jetzt noch ändern, um mehr Blau reinzubringen? Das sind eher so Grün- und Gelbtöne. Gelb wird mir nicht angeboten, aber Grün kann ich natürlich auch beeinflussen. Und jetzt kann ich hier meinetwegen ein bisschen erhöhen. Moment, vielleicht so. Und auch hier den Punkt ungefähr wieder so auf die Linie bringen. Jetzt habe ich ein ähnliches Bild wie gerade und kann selbstverständlich auch hier den Mischmodus benutzen, um das Bild zu beeinflussen, weiter zu beeinflussen. Und so meine ich, habe ich ein ähnliches Bildergebnis erreicht, wie wenn ich jetzt hier wie gerade die Grüntöne und Blautöne in der selektiven Farbkorrektur verändere. Jetzt habe ich ja Richtung Braun verändert, aber das ist natürlich möglich mit Kurven und mit der selektiven Farbkorrektur. Wobei die selektive Farbkorrektur für mich im Moment vielleicht das schnellere Ergebnis ist in diesem Fall.